Weiter geht's mit Assassin's Creed 2 und nichts wie auf den Animus 2.0. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Beam me up, Scotty. Sorry. Konnte ich nicht widerstehen. Ah ja, da haben wir die erste Uplay-Aktion beendet. Ah. Willkommen in der Republik Florenz, 1476. Ich finde auch die Stadt hier einfach überall mit ZW Städte. Und wird ja in mehreren Städten sein. Ist einfach nur awesome. Das ganze Setting ist einfach nur awesome. Und womit fängt man an? Ja, das ist großartig. Insieme per la vittoria! Insieme! Insieme! Insieme. Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Vieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz! Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Pazzi! Buonasera, Vieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Tötet ihn! Awesome Steinflug. Ach ja, das war doch hier so. Da wird einem immer schön gesagt, was jetzt ab ist und da muss man erstmal bestätigen. Hier zum Beispiel. Aufgefräse! Ah ja, stimmt ja. Ah genau, hier hat man noch eine Anzeige, wie viel die Leute aushalten. Bam! Ey, kommst du her? Ich klopf dich! Alter! Klopfung! Haha! Immer schön aufs Fressbrett! Wenn ich was kann, dann ist es aufs Fressbrett geben! Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Mich niederringen? Hallies. So, auf Fräsbrett. Immer feste drauf. Und immer feste drauf. Hey, ihr müsst mich verwechseln. Aua, ja. Kaboom. Wer wirft hier mit Steinen aus zweiter Reihe? Nicht nett. Alter, 2 gegen 1 ist auch uncool. Junge, hau ab. Ich bin hier gerade beschäftigt. Du wirst hier nicht mit Steinen! Bische! Will ich die austreiben? So, wer ist... Who's next? Ach
genau, blocken tue ich ja hiermit. Da war ja was. Das weiß ich auch wieder, wie man blockt. Stimmt, das war ja hier anders. Komm her, du. Die Schmutzigen. Zurück! Zurück! Was? Hast du schon genug? Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen? Deine Lippe. Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Jupp, hier wird auch einem gezeigt, erstmal wie man klaut. Finde ich auch geil. Ich würde einfach erstmal gezeigt, wie man klaut. Ach, tut nicht so. Ernsthaft mal. Du dich da so da drin rumwälzen kannst, ist mir sowieso ein Rätsel. Das ist einfach mal der beste Teil der Reihe. Wer was anderes behauptet, lügt. Oder weiß es einfach nicht besser. Oh, der Tunnel sieht ganz schön kaputt aus. Der bewegt sich nicht mal. Die beiden auch nicht. Babine, das soll dir genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Jungs sind Jungs. Ich nehme sie mal gerne alle aus. Jetzt haben wir fast alle, oder? Du ja noch und du da vorne. Ach ja, die Leutchen reagieren nicht so nett darauf, wenn man die ausnimmt, die man kaputt macht. Naja, selber schuld. Schnell, Ezio. Je eher wir beim Doktor waren, desto eher können wir schlafen. Ah, Schlaf wird überbewertet. Njung. Hoppala, da habe ich noch glatt untergehauen. Mi scusi, Bruder. Na, ich mach's mal lieber wieder aus, das irritiert nur. Kommt, Freunde! Wöchentlicher Aderlass ist Teil eines gesunden... Bentrovato, Dottore! Die Brüder Auditore. Warum bin ich nicht überrascht? Ihr seid ganz schön zugerichtet, junger Mann. Es ist nichts, ehrlich. Ihr müsst ihm helfen. Das hübsche Gesicht ist alles, was er hat. Fottiti! Typische Bruderliebe. Das war's auch schon und jetzt verschwindet ihr. Grazie. Das Geilste war auch, wir sollen Geld sammeln für einen Arzt, aber der verlangt nicht mal was. Okay, doch. Allerdings. Ich wünschte, sie wären alle so schön. Doch, warte. Sie sind's. Wir sollten nach Hause, Ezio. Vater wird sich schon wundern, wo wir wohl bleiben. Ja, ich bekäme lieber keine Standpauke. Ein kleines Rennen, hä? Wohin? Zum Dach dieser Kirche. Ah, das Rennen. Dann auf drei. Uno, due, tre. Ich will mal gucken, ob ich direkt hochkomme. Auf direktem Weg. Ach, sei ruhig, du. Ich schäme mich fast ein bisschen. Oh, Versagen ist keine Schande, Bruder. Wo bleibst denn du? Junge, ey. Du brauchst ja eine halbe Ewigkeit hier hoch.
Komm jetzt, hier entlang. Wohin gehst du? Wart ab. Ah, so ein Todessprung. Den bekommen wir ja schon ziemlich früh erklärt. Den Todessprung, gell. Coolste Sache überhaupt in Assassin's Creed. Wir leben ein gutes Leben, Bruder. Das Beste möge es sich nie ändern. Und möge es uns nie ändern. Ah, genau, jetzt kommt erst Ubisoft präsentiert. Assassin's Creed 2. Ja, ich hab's auch nochmal gespeichert. Wer weiß. Kann man ja immer mal brauchen. Genug davon. Wir sollten wirklich nach Hause. Gehen wir. Warte. Was? Ah. Ezio. Lass Christina schlafen. Dafür bleibt schon genug Zeit. Nachher. Ist ein schwerer Nöter. Nachttrunk. Geronimo! So, erstmal synchronisieren. Natürlich. Jetzt wieder die ganzen Aussichtspunkte synchronisieren. Da war ja was. Da war ja was, jetzt aber. Lass mich springen! Ja, einer von 73. Jeri, ich verstecke mich besser. Sucht weiter! Er kann nicht weit gekommen sein. Schubsung! Genau, schubs ihn! Eine Bekanntmachung im Namen des Medien. Ne, so schon Schneider. Kann ich schon was kaufen? Stolz, Schönheit und Jahre der das ist eine gute Erweiterung. Ich hatte zwar noch keine Messer, aber egal. Oh, ich kann auch nicht färben. Bis zum nächsten Mal, Herr. Das wird später lustig. Also ich glaube, ich habe mal so eine bestimmte Farbe gehabt. Miss Guzzi. Nein. Nein, ihr lasst mich in Ruhe. Christina. Christina. Wer ist da? Ich. Ezio. Ich hätte es wissen müssen. Darf ich reinkommen? Gut, aber nur eine Minute. Mehr brauche ich auch nicht. Ich weiß. Warte, ich eigentlich nicht. Komm her. Oh, Ezio. Knutschi. Ich glaube, das wird mehr als eine Minute dauern. So ein bisschen mehr. Oh, Ezio. Jupp. Ich glaube, das war definitiv mehr als eine Minute. Christina! Christina! Jupp. Wach auf! Dein Hauslehrer kommt bald. Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Ist es denn wirklich so schlimm, dass... Figlio Duncane, was soll das? Perdonate, Messere. Bitte verzeiht. Ich bring dich um. Ach, bitte. Das ist nicht nötig. Wache, wache. Bringt mir seinen Kopf. Jetzt. Ach, komm schon. Es gibt absolut keinen Grund für Gewalt. Ach, komm schon. Ihr verwechselt mich mit jemand anderem. Kommt Sie schon. Brauchte Hilfe bei einigen Dingen. Ich bin quasi unschuldig. Hoppala. War runtergefallen. Bin nicht da. Ist das nicht ehrlich? Nö. Gar nicht. Oh, ich habe schon den ersten Rennen freigeschaltet. Warum mag mich hier keiner? Ich
mich in Ruhe, ich will nur den Aussichtspunkt. Mal gucken, was sagt denn die Karte? Karte sagt, da sind noch viel mehr Aussichtspunkte. Können aber später kommen. Dann wiederum, wir hatten hier schon einiges jetzt für heute an Aufregung. Lass uns noch ein paar Aussichtspunkte einnehmen. Zumindest mal einen noch. Und mal hier beim Schmied vorbeigucken, ob der schon was hat für mich. Für die Schäfchen des Herrn. Meine Früchte! Ich fass es nicht! Ach, fass es ruhig! Hamane mal, deine schönen Früchte, Hamane mal! Wo war denn der jetzt, der aus dem Grundklapp? Da, da ist er. Da! Auf ihn! Ey, lass mich! Lass mich in Ruhe, ey! Euch habe ich nichts getan! Sheesh. Lasst mich halt einfach in Ruhe. Ernsthaft, ey. Nee, nee, nee. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Ah, habt ihr schon was für mich? Nein, 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 nein. Nächstes Mal, hm? Noch nicht. Bin ja noch kein Assassine. Aber Kisten gibt's schon. Kiste! Mein Geld! Versuch mich aufzuhalten. Alle ups. Eine Botschaft von der Arte della Lana. Möge das diesjährige Fest von San Giovanni. Nein, nein. Huiui. So weit wollte ich doch gar nicht runter, ey. Die Meister der Gilde wünschen allen ein Erfolg. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht runter. Loch. Ja so. Lasst mich hinauf in luftige Höhen. Also ich würde glaube ich einen ganz schlechten Assassinen machen mit meiner Höhenangst. Just saying. Ein Hinweis zu den öffentlichen Brunnen. So, wo ist denn der nächste? Platzo, hier kommt Ezio! Mister Auditore! Salve! Salve, salve, salve selber! Ach, das ist das Ding, das brauchen wir nicht. Nein, will ich gar nicht. Die Karte. Das Ding brauchen wir nämlich gar nicht, den Aussichtspunkt. Wie kann jemand nur so? Den brauchen wir nicht. Da reicht es, wenn wir einmal hochlaufen. Da habe ich mich beim ersten Mal durch, bin nämlich geärgert. Hier war ich doch schon oben, ey. Darf ich hier nochmal hoch? Da war schon beim ersten Mal schwer genug. Oh. Das. Das ist auch nicht gerade lustig, da hochzukommen. Ich glaube, man muss nämlich zuerst hier hoch und dann da rüber. War das nicht irgendwie so? Da hier hin und jetzt kann man da rüber und hier weiter hoch.
Okay. Hier geht's nicht weiter. Oder konnte ich da erst später hoch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich da erst später hoch? Wenn ja, dann habe ich jetzt nicht ein Problem. Wie komme ich hier wieder weit runter? Ah ne, hier geht's hoch. Aha. Ja, und jetzt geht's hier nämlich rein. Kiste. Aha, ich bin gut. Und wie es hier dann so weitergeht in Florenz, sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. See ya, Leute.